mir in der letzten Folge schon ein paar markiert, aber wir haben ja noch was Praktisches, und zwar den Impulsgeber. Der findet noch einen mehr. Da hinten ist doch noch einer. Na gut, dann aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei The Division, ist aber kein Scharfschütze. Yeah, und die haben es nicht mitbekommen, doch. Oh. Wo wollen die jetzt lang? Könnt ihr hoch? Wir haben einen Job zu erledigen. Ich werfe einen Brandsatz. Nein. Na, da haben sie mich zuletzt gesehen. Ist hier hinten, ja, Feuer. Sollte ich nicht reingehen. Flächenbrand. Und Explosionsbrand. Fehlt nur noch der Arschbrand bei ihm. Eigentlich soll der Hubschrauber nur Material aus der Dark Zone ausfliegen. Und zwar das stark kontaminierte Zeug. Aber in diesem Fall machen wir eine Ausnahme. Wir sind ja auch verdammt wichtig. Wir haben immerhin als ein... So, ich muss wieder zurück. Als einziger Agent haben wir was in der Hand. Denn irgendwann soll der ganze Scheiß hier auch mal aufhören. Dann soll die Stadt wieder aufgebaut werden. Ist dann vorher kommt bestimmt noch ein Gelber oder so, bevor der Heli kommt. Das wäre sonst nicht so einfach, meine ich. Naja, kommt. Heli ist da. Dürfen wir schon abdampfen? Lighthouse, hier Bluebird 2. Sind bereit für Empfang des Pakets. Ja, wir machen erstmal hier die Gegend klar. Ein Lilali, da kommt der Gelbe. das ist doch meine Ecke, hau ab, du Lump. Gelber wäre schlimmer. Weil er dumm ist. Ein schlimmer Dummer ist das. Und Scharfschütze. Die haben Scharfschützen. Ne? Ein Lilali, ein Granatenhans. Uah! Ihr blöd. Okay, es wird doch noch etwas härter, als ich erst gedacht hätte. Gott, einmal links, einmal rechts am Ohr vorbei. Lustiger Vogel. Oh. Dann krieg ich das so klein. Zumal er wieder seinen Kopf zeigt. Hoffentlich kommt er jetzt nicht hier hoch. Oh, ein gelber Scharfschütze auch noch. Ja, toll. Okay. Also erstmal wirklich alle Kleinen bekommen. Und dann ihn. Weil solange die mich ablenken... Oh, 3 Minuten 15 noch. Kriege ich ihn nämlich nicht klein. Wo guckt er denn hin? Ist da nur noch er? Mist. Rogan. Boah. Also wenn wir ihn beschießen, stört ihn das nicht sonderlich. Ich glaube, ich muss etwas mit den Positionen spielen. So, jetzt Position wechseln. Wenn er uns mitbekommt, dann schnell weg. Oh. Hatte ich so wenig Energie, weil vorhin habe ich etwas mehr ausgehalten. Auf jeden Fall bin ich tot. Nein. Nochmal auf dem Dach. Die Maus war wieder da, aber guckt mal, ich kann sie auch so rausholen. Okay. Nochmal. Also, einmal auffüllen. Und dann bum bum, platt machen. Klappt bisher ganz gut, aber die Kleinen sind halt wirklich nicht schwierig.
Eigentlich soll der Hubschrauber nur Material aus der Dark Zone ausfliegen, und zwar das stark kontaminierte Zeug. Aber in diesem Fall machen wir eine Ausnahme. Blattschuss. Vielleicht sollte ich doch eher dranhängen, bevor der Gelbe kommt, weil der könnte etwas kniffliger werden. So, von dem anderen habe ich gerade Deckung. Bevor der Gelbe kommt, hänge ich was dran. Das ist jetzt der Plan. Bleib auf Entfernung, der Heli ist noch nicht ganz da. Wir müssen noch etwas warten. Hoffentlich kommt der Gelbe nicht an, wenn der Heli gerade ankommt, weil dann habe ich ein Problem. So. Lighthouse, hier Bluebird 2. Na komm. Sind bereit für Empfang des Pakets. Hehe. Tschüss. So, Zeit. Aus dem Spiel genommen. Lighthouse, hier Bluebird 2. Paket erhalten. Kehren zur Basis zurück. Jetzt können wir sterben, sagen Ende. Sie sich. Okay. Oh Mann, ich habe auch schon mal besser getroffen. Oh, sogar deutlich besser. Dann werden wir fliegen. Er ist runtergeflogen. Nein, nicht ganz. Das Dach. Oh. Der böse Mensch schon wieder. Dann so schön, dass er uns nicht treffen kann. Wenn ich mir das die Kästchen da anschaue, sieht aus wie so ein Minecraft-Männchen. So ein Creeper. Oh, oh. Oh, oh. Schön lieb sein, warum kommst du hier hoch, du blöder Arsch? Ja, denkst du dir auch, ne? Warum bin ich bloß hier hochgekommen? Er macht zu viel Schaden. Hä? Beep, 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 beep. Hauptsache uns geht die Munition nicht aus, ne? Ja, beim Scharfschützenhans brauchen wir eher die Scharfschützenmunition. Einmal gelockt. Jetzt kommt er wieder an, obwohl er gleich tot ist. Verstehe ich nicht. Naja, KI ist halt so eine Sache, ne? Manchmal bin ich ja auch doof genug. Boah, er geht mir auf den Zeiger. Mit seinem Licht. Aber zum Glück kann er sich mit Positionswechsel etwas aus der Ruhe bringen lassen. Jetzt merkt er auch, ups, ich bin zu weit vorne. Wow. Das wird interessant. Das sind zwei. Nein. Da unten nervt gerade nicht. Bis er auf einmal gleich anfängt zu nerven, passt auf. Okay, wieder zu gierig. Bloß ein Schuss. Nur ein Schuss. Kannst du bei dir behalten. Auerle. Sicher, sicher. Vielleicht kommt ein Funken zu uns rüber. Hier oben ist doch nicht so cool. Ja, mit so einem scheiß Brandsatz locken die mich halt aus der Deckung. Ist halt gar nicht mal so blöd. Versuch mich auch zu locken. Jetzt hat er unseren Rucksack. Ah, du blöder Arsch. Zwei Medkits noch. Und die Spritze braucht noch einen kleinen Ticken. Geh wieder runter. Na komm schon. Boah, wo hänge ich denn wieder? Glaube ich nicht. Woher weiß der denn, dass ich jetzt auf einmal da unten bin? Oh Mann. Stufe 14, Stufe 14, das braucht viel Ausdauer. Eieiei. Ah, ich finde es gut, dass das nicht einfach ein Durchrennen ist. Es bleibt weiterhin so, dass wir als Alleiniger alles niederballern. Mit ein paar Anläufen mit der Zeit, ja, aber
Nicht so wie in den meisten Spielen einfach nur ein Durchrennen. Sondern wirklich mal auf einer Position verharren. Macht schon Spaß. Genau, bleibt da zusammen. Das ist eine gute Idee. Schönes Licht. Schöne Nacht. Eigentlich soll der Hubschrauber nur Material aus der Dark Zone auslegen. Und zwar das stark kontaminierte Zeug. Aber in diesem Fall machen wir eine Ausnahme. Das ist so nett. Erledigen wir den Job! Erledigen wir den Job! Eieiei. Oh, ich wollte einen Tank treffen. Hier ist wieder da. Ich weiß nicht, wann der blöde Hans kommt. Ob der erst nach der Welle kommt? Lighthouse, hier Blue Bear 2. Sind bereit für Empfang des Pakets. Mir alles sehr bekannt vor. Diese Reihenfolge. Und dann schnell weg. Dann kommt er wieder an. Lighthouse hier, Blue Bear 2. Paket erhalten. Kehren zur Basis zurück. Blue Bear 2, Ende. In wie vielen Spielen zieht man sich auch zurück, weil es da an der Front zu eng wird? Dein Tank guckt raus. Das. Also ich würde mich hier über ein weiteres Match freuen. Kann man auch nicht vorher wissen. Allerdings sollte ich bei den großen Einsätzen mit mehr Medkits planen. Oh, will ich mir angucken. Den juckt das. Er darf sich nicht ausweichen. Okay. Dritter Anlauf. Erstmal die Kleinen bekommen. Kleine ist gut, er ist immerhin lila. Schmeißt jetzt was unten hin? Nee, hat uns oben gesehen, okay. Ein Stück Glocken mit so einem Schuss. Dann lassen wir ein Stück vorrücken. Zum Glück ist er so doof und rennt wirklich nach vorne. So, mal wieder. Komm schon. Das sind nicht die besten Treffer, aber es sind Treffer. Gar nicht wirklich zum Schießen. Nee, das war ein dicker Treffer. Jetzt könnte es das sein. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich scheine ein Mittel gefunden zu haben, um ihn zu ärgern. Er mag das nicht, wenn ich so mal kurz raus und wieder reingehe und ihn dabei noch treffe. Ist zwar blöd, dass man ihn so einfach austricksen kann, jetzt wo ich auf den Trichter gekommen bin. Will mich aber gerade mal nicht beschweren. Der Heli mit den Beweisen ist unterwegs zum Hauptquartier. Ich weiß, wir haben Zivilisten verloren, aber ohne ihr Eingreifen wären es noch viel mehr gewesen. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. 85.000. Sie sind Fahrstufe 15. Gut, voll. Mal wieder. Hat er was Schönes fallen gelassen? Was Blaues. Schick. Ein Madcatch. Hier ist auch was Grünes. Werkzeug oder so ein Waffenteig? Werkzeug. Und Munition. Oh ja, na gut, wir hatten auch eine Kiste. Was haben wir hier Feines? Expeditionsschoner Stufe 14 und umfunktionierte Leistungsmod. Immer noch nicht benutzt. Und wenn ich sie dann bald mal, vielleicht bald mal einsetze, sage ich mir auch, man hätte sie mal eher benutzt. Gut, rein da.
Ein Werkzeug. Ah, okay. Das war der Haken. Anhörts Notizen ändern eindeutig alles. Was für ein Arschloch. Ich wusste immer, dass er ein übler Kerl ist. Ich habe den Bericht hochgeladen. Sehen Sie selbst. Okay. Hätten aber nicht hochgekonnt. Es war bloß zum Runtergehen. Ach, immer noch alle Leute da. Neue Beweise verfügbar. Ach, gedrückt halten. Ich drücke wieder mehrmals und wundere mich, warum. Na, egal. Ein Gehirn. Oder eine Frikadelle. Was Sie hier sehen, ist das Pockenvirus. Es hat eine Inkubationszeit von 1 bis 2 Wochen bei jedem Wirt. Und in dieser Zeit ist es nicht ansteckend. Amhursts Notizen zeigen, dass er das ändern wollte, damit das grüne Gift schon in der Entwicklung ansteckend ist und um den Inkubationsprozess und die Ausbreitung zu beschleunigen. Kurz gesagt, es ist ansteckender und reproduziert sich schneller. Das ist schlecht. Wann ist die Anzahl der Infizierten? Heieiei. Sah wieder cool aus. Naja, bei manchen ist Frikadelle und Gehirn das gleiche. Aber eine coole Mission. Gerne mehr solche großen Großeinsätze. Gut, was denn als nächstes? Wir sind bald Stufe 15. Hier wäre noch ein Kampf. Wäre auch gleich wieder was für die Technik. Am Ende kann man da reinfallen. Gehe ich lieber drüber. An alle Division-Agenten, ich höre von Waffengeschäften bei den Gleisen nahe der 45. West in Clinton. Bitte um Unterstützung. Das alles? Ist das? Ach, das ist wieder unsere Basis hier unten, ne? Hey, ich glaube, ich hab was gehört. Niederliegklopfen. Hat gar keinen Plan, auf wen er jetzt erschießen soll. Er kriegt uns ja gar nicht mit. Dieses Frikadellenhirn. Verpisst euch, Freunde! Bla bla bla. Ist das eine Brandpfanne? Warum blinkt denn das so? ITF-Verstärkung angefordert. Warnung, Gegner nähern sich. Warnung, Nahkämpfer. Feindkräfte nähern sich. Alarm, Granatenmann. Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Das ist Pistolenheinz, kein Nahkämpfer. Wird's aber bunt. Das war zu gefährlich, Jungchen. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Ist das wieder über mehr improvisierte Ecken? Sprengvorrichtung entdeckt. Ne, Notcard ist hier Schluss, dann wird es bloß hier unten sein, nehme ich an. Der Eimer da piepte. Diese Sprengvorrichtung da. Oh, da war nur ein Schuss drin. Das war nicht gut. Unterhaltungsmensch. Kleiner Vorgeschmack war das. Was Grünes. Ich kann ihn auch niederhalten und zwar so richtig. Stufe 15. Na, komm's auf einmal an. Toll. Zu spät, M4 Polizei. Danke für die Hilfe, Agent. Ab hier übernehmen wir. Dann viel Spaß wünsche ich euch. Unterstützung. Kisten. Oh. Ein Rucksack. Waffenteile. Ist in den anderen Waggons auch noch was drin? Ja, auch eine Tasche. Gut. Dann könnten wir auch wieder. Ist gar nicht das Safe House. Hä? Ist das die Mission mit den, wo ich an der Brandfalle geleckt habe, aber das sieht genauso aus wie bei dem Safe House.
Der Spieler ist da und das Safe House wäre da. Okay. Sieht wirklich fast genauso aus. Naja, aber ich mache erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ein Talent nicht zugewiesen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.